Herzlich willkommen zu den Stationen der Osterwoche im Tess-Degenhaus. Wir gehen diesen Weg von Station zu Station, von Tag zu Tag, im Namen Gottes, der die Liebe ist. Unsere Hilfe, wenn wir Angst haben, unsere Hilfe, wenn wir traurig sind, kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gemeinsam wollen wir uns auf den Weg machen, den Jesus gegangen ist. Und begleiten, da wird uns die Jesuskerze. Und da ihr Kinder leider nicht mit dabei sein könnt, haben wir jemand ganz Besonderen zu Besuch, nämlich die Schnecke Lilly. Und Lilly wird für euch Kinder ganz viele Fragen stellen und alles sagen, was ihr gerne wissen wollt. Und wenn ihr selber auch noch Fragen habt, dann könnt ihr das gerne auf YouTube unter die Kommentare schreiben. Wir versuchen, all eure Fragen zu beantworten. Hallo Kinder, wisst ihr was? Ich bin schon ganz aufgeregt. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wollen wir uns auf den Weg machen? Dann lasst uns zur Station gehen. Hier sehe ich einen langen Stab. Das sieht fast aus wie ein Wanderstab. Und da oben, da gibt's was zu essen und drei Krüge. Fast wie an Gründonnerstag. Aber sag mal, Doro, was macht denn die angezündete Jesuskerze hier? Gestern habt ihr ja erfahren, dass Jesus auferstanden ist, deswegen brennt unsere Jesuskerze. Und heute will ich euch die Geschichte erzählen, wie Jesus dann den Jüngern erschienen ist. Ich lege einfach mal los. Ja, bitte. Es war Abend geworden. Zwei Männer wanderten von Jerusalem zu dem kleinen Dorf Emmaus. Sie waren Freunde Jesu gewesen. Traurig gingen sie nebeneinander her und redeten miteinander. Nun ist alles vorbei, klagte der eine. Jesus, unser Lehrer, ist tot. Wir aber hatten gehofft, er würde unser König werden. Ja, fiel der andere ein. Warum musste Jesus sterben? Wir werden es nie begreifen. Als sie so redeten, holte ein Fremder sie ein. Erst bemerkten sie ihn gar nicht. So sehr waren sie in ihr Gespräch vertieft. Doch der Fremde sprach sie an. Von wem redet ihr? Und warum seid ihr so traurig? Verwundert blieben die beiden stehen. Wie? Fragten sie erstaunt. Du weißt nicht, was in Jerusalem geschehen ist? Was denn? Entgegnete der Fremde. Da fingen die beiden an zu erzählen. Kennst du Jesus von Nazareth? Er wurde zum Tode verurteilt und ans Kreuz gehängt wie ein Verbrecher. Aber er war kein Verbrecher. Er hat nur Gutes getan. Und wir hatten gehofft, er sei der Retter und werde unserem Volk helfen. Doch nun ist er tot, schon den dritten Tag. Aber stell dir vor, heute Morgen kamen Frauen. Sie erzählten, dass Jesus lebt. Sein Grab ist leer. Doch wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Ach ihr, rief der Fremde, warum wollt ihr nicht glauben, was doch schon die Propheten vorausgesagt haben? Musste es nicht so geschehen? Wenn Jesus der Retter ist, musste er dann nicht leiden und sterben und dann auferstehen? Und er erklärte ihnen alles, was in der Heiligen Schrift über den Retter stand. Die beiden hörten aufmerksam zu. Wie lebendig der Fremde die Schrift auslegte, ganz anders als ihre Gelehrten. So etwas hatten sie noch nie gehört. Wer konnte dieser Fremde nur sein? Es war schon spät, als sie endlich in Emmaus ankamen. Die Sonne ging bereits unter. Da nahm der Fremde Abschied und wollte weiterziehen. Aber die beiden drängten ihn, zieh bitte nicht weiter. Bleibe bei uns, denn bald wird es Nacht. Aber sag mal, Doro, wie haben die Jünger denn dann Jesus erkannt? Das erzähle ich dir jetzt direkt. Der Fremde ging dann nämlich mit ihnen in ihr Haus und setzte sich mit ihnen zu Tisch. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach es
und gab es den beiden. Die aber starrten ihn an mit aufgerissenen Augen. Und mit einem Mal begriffen sie, wer da bei ihnen saß. Jesus war es, ihr Retter und Herr. Leibhaftig saß er vor ihnen. Er lebte. Jesus, wollten sie rufen, bist du es wirklich? Aber da war Jesus nicht mehr zu sehen. Die beiden sahen sich betroffen an. Wie ist das nur möglich, fragten sie sich. Den ganzen Weg ging Jesus mit uns, aber wir haben ihn nicht erkannt. Und doch, wie ging uns das Herz auf, als er mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Da hielt es die beiden nicht mehr in ihrem Haus. Sofort standen sie auf und eilten noch am selben Abend nach Jerusalem zurück. Dort liefen sie zu dem Haus, wo die Jünger versammelt waren, klopften an die Tür und riefen, macht auf, wir sind's, die Freunde aus Emmaus, wir haben gute Nachricht für euch. Wir auch, riefen die Jünger ihnen entgegen, Jesus ist auferstanden, er ist Petrus erschienen. Ja, fielen die beiden ein, er ist wahrhaftig auferstanden. Und sie erzählten voll Freude, was sie auf dem Weg erlebt hatten und wie Jesus das Brot für sie gebrochen hatte. Doch als sie noch miteinander redeten, stand plötzlich Jesus vor ihnen und sprach, Friede sei mit euch. Die Jünger sahen ihn entgeistert an. Wie war er nur zu ihnen gekommen? Die Tür war doch verriegelt. Auch die Fenster waren verschlossen. Vielleicht ist es gar nicht Jesus, dachten sie erschrocken. Vielleicht ist es nur ein Geist. Aber Jesus sprach, warum seid ihr so erschrocken? Warum habt ihr solche Gedanken? Seht meine Hände, seht meine Füße, seht meine Wunden von den Nägeln am Kreuz. Ich bin es wirklich. Aber die Jünger waren immer noch sprachlos. Doch Jesus bat sie, habt ihr etwas zu essen? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er setzte sich mit ihnen zu Tisch wie früher und aß vor ihren Augen. Da brach große Freude aus bei allen Jüngern. Nun glaubten sie gewiss, Jesus, ihr Herr, lebte. Er war durch verschlossene Türen zu ihnen gekommen. Danke. Das war die letzte Station unseres Osterwegs. Und jetzt habe ich und ihr Kinder zu Hause erfahren, was Jesus auf seinem Weg alles geschehen ist. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Passend zur heutigen Geschichte an Ostermontag habe ich mir für euch überlegt, dass wir ein Osterlicht basteln, womit wir die frohe Botschaft verkünden können. Denn die Jünger haben ja heute Jesus gesehen, sie sind ihm begegnet und sie wollen jetzt die frohe Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, in die Welt tragen. Und dann dachte ich mir, machen wir doch Osterlichter und tragen auch frohe Botschaften in die Welt. Ich habe hier euch schon mal zwei Beispiele gebastelt, wie das aussehen kann. Hier habe ich einmal nur eine frohe Botschaft draufgeschrieben, nämlich Jesus ist das Licht der Welt. Und hier habe ich so eine frohe Ostern-Version gemacht mit einem Osterhäschen. Und wie ihr das am Ende gestaltet, das könnt ihr euch überlegen. Ich sage euch jetzt erstmal, was ihr alles braucht, um am Ende hier in diese Butterbrottüten auch ein Licht stellen zu können. Nehmt ihr euch ein Glas, das ihr vielleicht bei Mama oder Papa in der Küche findet. Hier in meinem Glas waren mal Kichererbsen drin. Also da muss man nichts neu kaufen, da kann man einfach das nehmen, was man da hat. Und dann sucht ihr euch ein Teelicht und stellt das schon mal da rein. Meins ist jetzt hier verrutscht, ich versuche es mal wieder. Genau, so. Das könnt ihr dann aber erstmal beiseite stellen. Das braucht ihr nämlich ganz zum Schluss. Was ihr zum Basteln konkret braucht, sind Butterbrottüten, eine Schere und Kleber, ein paar bunte Stifte, dann ein Bleistift oder ein schwarzer Stift, um auf unser Transparentpapier zu malen. Das habe ich hier schon liegen.
Dann habe ich mir dieses Osterhäschen, weil ich selber nicht so gut malen kann, habe ich mir da was aus dem Internet ausgedruckt und habe es dann ja, einfach mitgebracht. Wenn ihr sagt, ich kann selber ein schönes Häschen zeichnen, macht das gerne selber. Und hier habe ich noch 2 kleine Ostereier mir ausgedruckt, damit ich die gleich einfach abzeichnen kann. Genau, das ist alles, was ihr braucht. So, dann nehme ich mir jetzt als erstes mal mein Transparentpapier. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt noch ein Osterlicht, wo ich auf die eine Seite ein Kreuz mache und auf die andere Seite mit Transparentpapier, auf die andere Seite werde ich schreiben, Jesus ist auferstanden. Das kann ich ja eigentlich schon mal machen. Das Schreiben geht ja schnell. Ich habe mir jetzt blau ausgesucht. Jesus ist auferstanden. Oh, jetzt passt das gar nicht gut. Naja, so geht's. So, das lege ich beiseite. Und jetzt muss ich mir für mein Kreuz ja eigentlich nur 2 Streifen ausschneiden. Was nehme ich da? Ich glaube, ich nehme ein hellgrünes Kreuz. So, einmal nur hier lang schneiden. Und bei einem Kreuz brauchen wir ja immer eine längere und eine kürzere Seite. Also schneide ich jetzt hier meinen Streifen nicht einfach in der Mitte durch, sondern ich werde das jetzt hier oben einfach tun, damit ich gleich ein Kreuz draus legen kann. So. Dann nehme ich mir meinen Klebstoff. Ach, das ist ja lustig. Das ist jetzt genauso lang wie meine Butterbrottüte. Zufall. Und ich klebe jetzt meinen Streifen da drauf. So. Ordentlich mit Kleber bestreichen und dann ist es ein bisschen tüdelig. Ihr seht, das wälzt sich gerne, dieses Transparentpapier. So. Einmal schön festdrücken. Und jetzt noch die andere Seite des Kreuzes, auch mit Klebstoff schön bestreichen. So, und schon ist mein Kreuz fertig. Da kann ich auch schon mal ein Glas reinstellen und hätte damit mein erstes Osterlicht fertig. Man muss das dann hier unten so ein bisschen auftüdeln, damit das auch gut steht. Einfach so ein bisschen zurecht ruckeln. Aber es passt auf alle Fälle immer ein Glas rein in diese Butterbrottüten. So, und dann wollte ich euch ja noch die Frohe Ostern-Version zeigen. Ich mache jetzt einfach mal noch ein rotes Osterei. Das Tolle an diesem Transparentpapier ist ja, man sieht durch, da kann ich jetzt einfach einmal langfahren. So, schneide mir mein Osterei aus. Da ich ungeduldig bin, muss ich das immer erstmal einmal so vorschneiden. Zack. Und jetzt noch fein schneiden. So. Und da könnt ihr euch ja überlegen, wenn ihr ganz viele unterschiedliche Transparentpapierfarben habt, könnt ihr ganz unterschiedliche Ostereierfarben wählen und dann ganz viele von den schönen Ostereiern auf so eine Laterne draufkleben und in die Mitte. Zum Beispiel Frohe Ostern, liebe Oma, schreiben. Dann habt ihr direkt noch ein Geschenk, was ihr vielleicht an Ostern eurer Oma mitbringen könnt. Also ich meine das jetzt so, ich nehme dann mein Butterbrotpapier und dann kann hier ein Ei hin und dann könnte da, dort noch eins hin und da und da und in die Mitte die Schrift. So, ich mache jetzt aber in mein Tütchen mit meinem Osterhäschen noch meine
Kerze rein und will euch noch einmal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man da auch tatsächlich Kerze anzündet. Haha. Ich glaube, mein Feuerzeug tut's nicht. Nee, das will nicht. Ah, vielen Dank, ich habe ein anderes bekommen. Das ist super stark und kann die Kerze direkt anzünden. So, jetzt brennt mein Osterlicht. Und vielleicht könnt ihr sehen, dass das Osterhäschen jetzt von hinten angestrahlt wird. Frohe Ostern, viel Spaß beim Nachbasteln. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. So, jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Stationenweges für heute. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir gehen mit dem Segen Gottes. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott schaue uns freundlich an und schenke uns seinen Frieden. Amen. Amen.